Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Preview-Video. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe mich angehört wie Moldavid. Das war nicht meine Absicht. Lag wahrscheinlich daran, dass ich gerade ein Video von ihr gesehen habe. Wir schauen uns heute neue Fragrance-Sets an. Und zwar gibt es ja immer, ich sag mal, einmal im Frühling und einmal so um die Weihnachtszeit, Winterzeit rum, Fragrance-Sets von Essence, die man dann prima entweder zu Ostern oder in dem Fall jetzt hier zu Weihnachten verschenken kann oder aber natürlich auch für Geburtstage etc. pp. Diese Fragrance-Sets werden erhältlich sein von September bis Dezember 2015 und ich möchte euch die zwei Sets jetzt gerne zeigen. So, das sind die zwei Sets, die es geben wird. Wir fangen an auf der linken Seite mit dem Christmas Set Candy Shop. Jeder dieser, jedes dieser Sets enthält zum einen ein 50ml Eau de Toilette und zwei angesagte Isle of Trends Nail Polishes. So, fangen wir an mit dem linken Set Like a Day in a Candy Shop. Ich beschreibe euch kurz den Duft. Und dann huschen wir auch schon zu dem nächsten Set. So, das Like a Day in a Candy Shop. Ich muss euch übrigens gleich wieder die Pressemitteilung vorlesen. Herz allerliebst. So, jedenfalls ist das hier ein floral frischer und sinnlich süßer Duft. In der Kopfnote haben wir Pfirsich und Orchidee, wodurch ihr eine leichte fruchtige Frische bekommt. Wir finden in der Herznote blumige Nuancen wie Flieder, Heliotrop und Jasminblüten. Und die Basis bilden dann Vanille, Tonkabohne und Moschus, wodurch das Parfum noch eine exotische Süße bekommt. Außerdem sind, wie gesagt, zwei Isle of Trends Nagellacke mit dabei und einer aus der Metals-Reihe und einer aus der The Nudes-Reihe. 7,99 € kostet dieses komplette Set. So, und jetzt kommen wir zu dem rechten Set. Und zwar ist das das Set mit dem Duft Like a New Love. Und den Duft besitze ich ja auch in klein. Den habe ich von der lieben Manu mal geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal. Ja, und hier muss ich euch die Pressemitteilung vorlesen, denn die ist einfach, ja, mal wieder zum Brüllen. Feel the Heartbeat. Dieses Geschenkset lässt Herzen höher schlagen. Der Duft ist floral, fruchtig, romantisch und zugleich aufregend, so wie die Vorfreude, den Schwarm auf der nächsten Party wiederzusehen. Ja, wir haben hier in der Kopfnote Mandarine, Grapefruit, Pfeffer und Elemi, was auch immer das ist. Das sorgt für eine aufregende Spritzigkeit. In der Basisnote finden sich Pfingstrose, Hyazinthe, Rose und Pfirsich für einen blumigen Touch. Und in der Herznote finden sich Kaffee, Schokolade, Vanille und Moschus, sodass die Basisnote den Duft dann sehr sinnlich und natürlich einzigartig macht. Wie kann es auch anders sein? Außerdem sind natürlich wieder zwei Isle of Trends Nagellacke dabei, wieder eine aus der The Metals Reihe und eine aus der The Nudes Reihe. Auch dieses Set wird 7,99 € kosten. Also grundsätzlich muss ich sagen, finde ich diese Sets immer sehr schön zum Verschenken für jüngere Mädels, für die Freundin, für die Schwester, für die Tante, was weiß ich denn. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier auch auf jeden Fall immer. Ich muss sagen, dieses Mal bin ich allerdings ein bisschen enttäuscht, denn, wie soll ich sagen? Ich habe irgendwie das Gefühl, das Ganze ist ein bisschen einfallslos. Also, grundsätzlich ein 50ml Parfum und dann noch zwei Nagellacke für 8 €, da kannst du nichts sagen. Aber diese Düfte sind ja nichts Neues. Die sind im Standardsortiment. Okay, wahrscheinlich sagt hier Essence, das sind die beiden beliebtesten Düfte. Gut, dann macht das natürlich Sinn, gerade diese beiden auszuwählen. Aber ich glaube, viele von uns hätten sich sehr, sehr gefreut, wenn da einfach neue Kreationen dann in einer Limited Edition rausgekommen wären. Oder vielleicht Düfte, die in vergangenen Limited Editions drin waren und eben dann kurzzeitig nur erhältlich waren und jetzt hier vielleicht sogar in so einem limitierten Set nochmal in einer großen Größe erhältlich gewesen wären.
Aber dem ist ja nicht so. Und zwei Nagellacke auf einmal finde ich auch ein bisschen blöd, muss ich sagen. Ich habe nichts dagegen, grundsätzlich einen Nagellack drinnen zu haben in so einem Set. Das ist ja auch in Ordnung. Ich finde, bei diesem Set passen die Farben auch. Bei diesem hier passen meiner Meinung nach die Brauntöne jetzt nicht so gut. Okay, Candy Shop, das kann natürlich schokolademäßig sein, aber da hätte ich wahrscheinlich eher so Rosé, Pink oder hier diese Gelbtöne, Aprikotöne, Beerentöne erwartet, dass es eben auch so ein bisschen zum Rest passt. Was hätte ich mir denn stattdessen vorstellen können? Ich hätte mir stattdessen entweder vorstellen können, natürlich entweder ein Duschgel, eine Bodylotion oder vielleicht auch ein kleines passendes Accessoire, das es da in diesem Set beispielsweise so ein Mini-Lolli mit Haargummis gegeben hätte oder bei dem einen, bei dem Like a New Love vielleicht, keine Ahnung, irgendwelche Freundschaftsbänder oder Liebesringe, was weiß ich denn, ein kleines hübsches Armband oder also ich denke mal, da hätte man auf jeden Fall kreativer sein können. Oder man packt vielleicht auch mal ein Essence-Lippenstift mit rein oder ein Essence-Blush, was weiß ich denn. Warum denn immer nur Nagellack? Also ich finde das ein bisschen eintönig. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Habt ihr schon mal so ein Set gekauft oder verschenkt? Ich persönlich jetzt noch nicht. Und das wird sich wahrscheinlich jetzt in diesem Jahr auch nicht mehr ändern. Nee, leider nicht. Ich gebe Essence natürlich dann im Frühling und Frühjahr, das war jetzt eine Mischung aus beiden, also im Frühjahr nochmal die Chance, wenn die, ich sag mal, Ostersets rauskommen, vielleicht ein bisschen kreativer zu sein. Und dann schauen wir mal, ob die mich überzeugen können. Ja, das war dann jetzt auch schon die Preview zu den Fragrances. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!